Ich heiße herzlich willkommen zu meinem Ersteindruck zu No Man's Sky. Dieses Spiel ist ein paar Jahre jetzt schon alt und es ist ein Spiel, das definitiv vor und auch während des Launch einiges an Kritik bekommen hat. Jedoch ist Hello Games weiter daran geblieben und hat dieses Spiel weiter verbessert und wir haben mittlerweile ein zweites großes Update bekommen, wo nochmal einiges hinzugefügt worden ist. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Spiel einfach mal gemeinsam an. Jedoch, bevor wir loslegen, wir müssen doch so ein bisschen auf diese Kritik eingehen, die damals diesem Spiel gegeben worden ist. Und zwar, als das Spiel vorgestellt worden ist, wurde es wirklich als ein Singleplayer beschrieben, der sich darauf konzentriert, dass man ein unendlich großes Universum entdecken kann. Man hatte einen kleinen Multiplayer-Komponenten dabei, und zwar man hat die Möglichkeit, Planeten, Tiere, Pflanzen umbenennen zu können, und das wurde dann in einer Datenbank gespeichert, und man könnte, wenn man zum Beispiel einen Planeten antrifft, wo jemand anderes theoretisch in seinem Singleplayer-Spiel schon war, konnte man die Namen von diesem Spieler nun mal auch dann sehen. Das persönlich fand ich sehr, sehr interessant. Jedoch musste man dann so ein bisschen mitbeobachten, wie einerseits die User, aber auch die Entwickler dann irgendwann so ein bisschen am Rad gedreht hatten. Die User haben angefangen, immer mehr Features diesem Spiel gut zu schreiben, das niemals angesprochen worden ist. Und dann so ein bisschen später haben die Entwickler angefangen, dann tatsächlich so gewisse Sachen zu versprechen und anzukündigen, die dann nicht im Spiel schon von Anfang an man sich erahnen konnte, dass es nicht drin ist. Und dann tatsächlich auch. Das große Beispiel war wirklich, oh ja, es gibt tatsächlich einen Multiplayer und man könnte sich vermutlich treffen, wenn man das versucht, aber das Universum ist so groß, man würde das niemals schaffen, nur um dann logischerweise am Launch Day Leute zu haben, die versuchen, sich zu treffen, nur um dann am gleichen Ort zu stehen und sich nicht sehen zu können. Dementsprechend, da gab es sehr große Kritik, man hat sie als Lügner bezeichnet und gleichzeitig sagen die Leute, ja, sie haben sich hingesetzt und haben trotzdem daran weitergearbeitet. Auf der anderen Seite jedoch muss man auch sagen, hätten sie nicht 60 Euro am Launch pro Kopie bekommen, sähe das vielleicht so ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall, jetzt mit dem jetzt zweiten Update haben wir hier etwas Interessantes, und zwar tatsächlich eine Multiplayer-Komponente. Man kann entweder wirklich einer Session beitreten, wo andere drin vorkommen könnten, oder man könnte scheinbar Freunden oder auch zufälligen Explorers sich anschließen. Wir gehen aber das erste ein. So, wie man sieht, ich habe angeblich so ungefähr 4 Stunden gespielt. Das ist jetzt aber auch schon so ein kleines bisschen her. Das heißt also, ich habe einen dieser Patches oder dieser großen Updates miterlebt, aber nicht den zweiten. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ein komplett neues Spiel, gucken, wo wir hingeworfen werden und gucken einfach mal, wie der Gameplay-Loop mittlerweile aussieht. Denn da gab es definitiv in der Vergangenheit auch so ein paar Kritikpunkte, die man ernsthaft anbringen musste. Und ich bin gespannt, ob das immer noch so ein Problem ist. So. Da haben wir natürlich auch hier gleich eine sehr interessante Sache, und zwar Schwierigkeitsgrade. Wenn man in Erinnerung ruft, man hat ein Singleplayer-Spiel, das, wie gesagt, wirklich komplett abgeschnitten ist, mit Ausnahme von diesem Datenbank-Feature, dann, okay, nachvollziehbar. Aber wenn man jetzt sagt, man kann mit anderen zusammenspielen, vielleicht herrscht da tatsächlich so ein gewisses Matchmaking, aber ansonsten wirkte das natürlich so ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall gucken wir mal. Normal, a chill exploration experience. Original Gameplay Style with a regular difficulty, standard technology and building cost. Das ist vermutlich das, was ich gespielt habe. Survival, a more challenging survival experience. Survive with a limited resources, increased hazards and stronger, more aggressive enemies. Das ist sehr interessant, denn gerade die Punkte, limited resources, das fand ich bei dem damaligen, was ich davon ausgehe, normalen Schwierigkeitsgrad bereits zu wenig. Permadeath. Interessant. All progress wiped upon death. Face the risk of permanent character death with the increased hazards and dangers of survival mode gameplay. Und dann haben wir noch so gut als creative. Indulge your creativity and construction skills with unlimited health and resources and zero building costs. Achievements will not unlock in creative mode. Und dann haben wir zu guter Letzt noch zwei weitere Sachen. Ich könnte jetzt hier draufklicken, aber ich mach's mal nicht, weil ich nicht weiß, wo ich dahin gebracht werde. Okay, dann gehen wir ganz simpel mit normal und gucken, was jetzt noch kommt. So, man ist sich am Anfang erstmal nicht so sicher, was jetzt hier überhaupt passiert, aber ich glaube, ja, man muss E drücken. Kinetic
damaged. Repair required. Aerial propulsion jetpack online. Multi-tool inlining laser attachment operational. User initialization sequence complete. So, und damit sind wir auf einem Planeten angekommen. Wir sehen ein Acrid Planet und wir haben da so ein paar unterschiedliche Sachen, die aktiv sind. So, gleich von Anfang an sehr interessant zu sehen, das Spiel startete ursprünglich nicht in Third Person. So, und das Interessante ist, wir starten hier gleich im Toxic. Wow. Hostile Hazard Protection Failing. Recommendation Scan to locate survival resources. Perform a scan to find sodium. Okay, kann ich noch nicht machen. The scanner is a personal surface radar device. It releases a high energy pulse that reveals any critical survival resources in the immediate area. This technology is critically damaged. Und dafür brauchen wir Ferret Dust. Get the Ferret Dust for repairs. Wir haben aber hier erstmal was anderes. Ein Vortex Cube. Okay. Dann finden wir doch mal heraus. Wir hätten theoretisch hier einen Laser. Da finde ich immer noch merkwürdig, dass man gleich von Anfang an draußen startet statt drin. So, ich muss jetzt mal wirklich ernsthaft gucken, wo kann ich jetzt hier hingehen, um aus diesem Regen rauszukommen. Denn wie man sieht, wir haben unten links mehrere Balken und eine davon ist wirklich für Regenschutz oder halt in dem Fall Acid. Okay, gut. Jetzt sind wir aus dem erstmal raus aus dem Regen. Und der Balken füllt sich damit sofort wieder. So, ich hatte jetzt wirklich schnell nachgeguckt, denn es ist nicht so klar, wie man in First Person View tatsächlich wechselt. So, man muss X klicken. Dann soll es angeblich Utilities geben und dann Change Secondary Toggle Torch, Toggle Camera View. Das ist ein bisschen umständlich, ein einfacher Button hätte es auch getan. Auf jeden Fall, das ist die ursprüngliche Einstellung, die man in dem Spiel hatte, First Person. Und jetzt mit dem Multiplayer und dann halt Jumper Gestures und Avatar Customization hat mir jetzt eine Third Person hinzugefügt. So, auf jeden Fall, unsere Idee muss jetzt sein, zu gucken, was gibt es hier auf diesem Planeten. Und dementsprechend, wir sehen zum Beispiel hier Kobalt. Er ist noch unidentified, was ich interessant finde, was ich dafür machen müsste. Ist mir auch nicht ganz klar. Es gibt nämlich theoretisch auch noch eine Taste, mit der man wiederum Sachen scannen könnte. Sonst aufhört. Ja, es hat aufgehört zu regnen. Wunderbar. Dann gehen wir nämlich jetzt hin. No, never mind. Und gucken mal, das ist auch wieder mal Carbon. Ebenfalls wichtig ist, wir haben oben rechts unseren Mining Beam. Man sieht, wie lange man den nutzen kann, bevor er überhitzt wird. Und das Wichtige ist, man kann wirklich scheinbar so gut wie alles hier so einsammeln. Was bist du? Ah, das ist das, was wir brauchen. Dann versuchen wir doch mal so ein bisschen davon was zu bekommen. Aber wie man sieht, wir haben ein komplettes Ding zerstört und gerade 12 von 75 bekommen. Oh, hier brauchen wir schon gleich von Anfang an einen besseren Laser. Und das ist gleich so die erste Herausforderung, die man mehr oder weniger dieses ganze Spiel scheinbar trägt. Und auf den ersten Blick wirkt es zumindest so, als würde sich das auch nicht so schnell ändern. Und zwar, man muss halt regelmäßig Sachen sammeln, um damit entweder was Neues zu machen oder das, was man hat, weiter nutzen zu können. So, das ist hier ein fliegender Stein, so wie es aussieht. Interessant, interessant. Dann hat man auch gesehen, da ist gleich irgendein Vieh obendrauf gewesen. So, sehr schön. Hier gibt es zwar dieses Ferrite, das ist aber Pure Ferrite. Und mit dem können wir zumindest nicht so viel anfangen. So, tut uns das gerade irgendwie weh? Ich glaube nicht, wir sind dafür weit genug entfernt. So, Scanner Status is critical. Recommended Repair Scanner to locate survival resources. Repair Scanner. Use Tab to access Multi-Tour Inventory.
So, und dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, mit der linken Maustaste das Ganze simpel reparieren zu können. Das Ganze ist definitiv so einen gewissen Grad anders aufgebaut. Aber... genau, damit haben wir das wieder hergestellt und können jetzt nach Sodium scannen. In der Richtung sehen wir jetzt, ist es ein Scan rausgesendet worden und jetzt werden alles in der Umgebung so ein bisschen hervorgehoben. So, dann sehen wir hier die Hydrogen Crystals und hier muss man natürlich dann ganz klar sagen, warum nimmt man das Zeug nicht mit, ne? Und da bin ich mal wirklich gespannt, ob sich da was geändert hat. Ich meine es gelesen zu haben. Nein, machen das einfach mal. Cool, jetzt habe ich davon so ein bisschen was gesammelt. Sweet. Und wir gucken mal weiter. Kann ich mir eigentlich hier drunter stellen? Nope. Sonderweise, das Ding gibt mir keinen Schutz. Gleichzeitig sehen wir auch, die ganzen Scans, die wir gemacht haben, sind wieder verschwunden. Nicht ideal. Sodium Rich Plant. Und das Schöne ist, hier kann man zum Beispiel einfach hingehen und das so einsammeln. Recharge Hazard Protection, ey. Recharge. So, dafür Recharge Hazard Protection with Sodium Recharge with the Quick Menu or Inventory. So, dann sagen wir Recharge. Und dann können wir jetzt hier wiederum auswählen, was wir damit wieder auffüllen wollen. Ja, und das ist das ganz Wichtige. Alles, was man hier irgendwie nutzt, kann da verbraucht werden. So, sagen wir mal jetzt... Achso, ihr wollt vermutlich, dass ich das andere Ding erstmal mache. Dann kann man sogar entscheiden, was man dafür nutzen möchte. Also in der Zukunft kriegt man da vielleicht Alternativen. So, nach dem kleinen Tutorial. Reach the marked signal. Exosuit detected automated signal broadcast. Und das ist definitiv so ein gewisser Storypunkt. So, eine Sache, die ich aber definitiv haben möchte. Fotomodus. Also Fotomodus ist wirklich einfach nur, ich kann jetzt hier überall hingehen. Wo bin ich jetzt eigentlich hin? Hm. Und könnte einfach so Fotos machen. Das ist natürlich auch nicht unbedingt falsch, aber ich suche eigentlich die andere Sache. Und zwar die Scanning-Option. Dementsprechend, während wir jetzt da hinlaufen. New Guide Entry Unlocked Navigation Basics. Ja, sorry, wo ist denn? Summon Vehicle Utility. Creature Bait, Toggle, Change, Recharge, Gestures. Hm. Taucht hier wohl so nicht so einfach auf. Alles klar. So, wir sollten trotzdem so ein bisschen die Augen offen halten, ob man hier irgendwas mitnehmen kann. Gerade wenn wir wissen, wir brauchen Ferret Dust, um gewisse Sachen vielleicht reparieren zu können. Carbon Unidentified Plant. Kaboom. Ja, und auf jeden Fall hier ist natürlich so wichtig anzumerken, dieser Planet ist vermutlich tatsächlich einer, der von noch nie einer anderen Person betreten worden ist. Und das ist natürlich dann schon sehr beeindruckend, wenn man sieht, wie viele Leute das Spiel dann doch im Endeffekt spielen. Aber das liegt natürlich dann definitiv auch so ein bisschen daran, dass es wirklich eine abartig große Menge an Planeten gibt. Das ist nicht so, man sagt, oh, hier sind einfach 7 Planeten und dann muss man schon so einen ernsthaften Schritt voran machen. No, jeder Bereich ist extremst überfüllt und es gibt kaum Gründe, oder sagen wir mal, es gab kaum Gründe in der Vergangenheit, sich auf jeden von denen zu stürzen. Also wir müssen trotzdem so ein bisschen unsere Augen offen halten, denn hier haben wir jetzt gerade wirklich überhaupt nichts, wo wir uns verstecken können. So, was haben wir denn hier so Feines? Etwas, wo wir einen besseren Laser bräuchten. Das sieht auch sehr cool aus. So, meine Frage ist... okay, das Ding kann ich tatsächlich angreifen. Und auch kaputt machen. New Item Recorder to Catalog Oxygen Life Support. Da können wir auch nochmal gucken,
Denn hier gibt es noch eine relativ große Übersicht. Life Support Systems allow you to move around the planet, sprinting and using the jetpack will drain life support power. Life Support Systems are recharged with oxygen. Press C will activate the scanner. Locate nearby oxygen-rich plants. Oxygen is found on all worlds. Und ich denke, da ist natürlich dann auch relativ klar, was für ein gewisses Problem existiert. Und zwar, man hat zwar gewisse Planeten, die sich voneinander unterscheiden, aber gewisse Sachen müssen halt überall vorkommen, damit Leute nicht auf einmal stecken bleiben. Oho. Scenario Iteration, Habitable deleted. Boundary Separation Failure likely. Vessel 16 emptied. Cause Sentinel Intervention. Deliberate Transfer. Analysis Fresh Iteration generated. Anomaly Containment prepared. Broadcast received. Trevor Anomaly detected. Anomaly is compliant. Position locked. System Integrity Scan initialized. Wenn wir kurz aufgepoppt. Aho. Investigate the crashed ship. Iteration Nummer. Online. Atlas Connection. Intermittent. Launch Thrusters. Offline. Pulse Engine. Ebenfalls offline. I find myself alone on a strange world, unequipped and in danger. I have no memory of how I got here, no sense of a before. But the ship at least seems to recognize me. The controls react to my touch, and at least to that of my exosuit. I am not dead yet, and this ship is a lifeline out of to the stars. Connect readlock. Somebody needs to find this. Okay, erster Log nicht vorhanden. Substituting data. Exosuit connected. Suggestion pilot should perform maintenance. Select desired repair path. Self-guided repair protocols initiated. Pulse engine critically damaged. Und da sehen wir, da brauchen wir Zeug wieder mal. Provides space and atmospheric flight propulsion. System is highly damaged and requires a metal plating and a hermetic seal. To repair. So, und damit hätten wir jetzt hier theoretisch eine Möglichkeit, von dem Planeten zu kommen. Jedoch nicht in dem Zustand. So, damit haben wir scheinbar so eine Art Bett und würden hier immer wieder rauskommen. Recommendation, repair ship engines. Repairing the ship requires a mix of crafted products, salvage items and advanced refined substances. So, repair ports engine metal plating. Ich muss mal ganz kurz hier ernsthaft mich beeilen, irgendwo Unterschutz oder Schlupf zu kriegen. Obwohl, wir haben uns ein bisschen aufgeführt, das hat also geholfen, in dem Schiff zu sitzen. Auf jeden Fall ein bisschen Sachen herstellen. Die Hydrogen Jelly und Pure Ferrite. Mhm. Das ist ein bisschen anders hier. Crafting. Guck mal, ob ich hier jetzt einfach stehen bleiben kann. Natürlich auch clever, man sagt, hey, hier, Crafting, neues Tutorial. Wenn ich sage, dann Escape, um das zu öffnen, sollte man einen dahin bringen. Upgrading your equipment. Machen wir das einfach mal hier. Das ist ein bisschen Text, aber wir wollen nicht alles angucken. Visit the marketplace aboard most space stations now. Blueprints, upgrade modules. Okay, also wir können nicht allzu viel selber machen. Recipes and blueprints. Upgrade modules can be purchased ready crafted from technology merchants. These merchants are also a useful resource of pre-built components. Dig them out in space station. To craft products and technologies yourself, you must learn the blueprints. Learn the plans for specific technologies by visiting research aboard the space anomaly. Product recipes are more rare and must be sought out by raiding various planetary installations. Find directions to such installations by exchanging navigation data with space station cartographers. Ist das ansatzweise das, was ich wollte? I don't know. So, locate the geode in the inventory. Analyze with E. So, das hatten wir schon bekommen gehabt. An unusual, vibrant and potentially valuable lump of rock. Select in the inventory and
Crack Open with E. Das ist meines Erachtens noch nicht etwas, was man in der Vergangenheit nutzen oder machen konnte. Auf jeden Fall, eine Sache ist, denke ich, hier schon so ein bisschen aufgefallen. Man muss nicht einfach eine Taste drücken, sondern man muss sie gedrückt halten. So. Craft Metal Plating to repair the Pulse Engine. Dafür brauchen wir wieder Ferrite Dust. Das haben wir bekommen. Use Tab to access the inventory. Use Left to craft an empty slot. Damit haben wir das jetzt frei gemacht. Wir können jetzt sagen, hey, da sehen wir so ein paar Sachen, die wir machen könnten. Wir gehen hier nochmal genauer drauf und sagen, ein Metal Plating für 50 Dust. Und dann sieht man auch, wie viel das theoretisch wert wäre und für was man das nutzt. So, repair the Pulse Engine. Return to the ship. Okay. War mir jetzt nicht so sicher, dass man hier sofort wieder dahin gehen könnte. Aber es lag natürlich auch so ein bisschen daran, dass ich davon ausgegangen bin, dass ich hier ein bisschen Lebensgefahr schwebe. So, während wir hier dahin laufen, wir gucken mal ganz kurz. Recharge. Und dann nutzen wir einfach mal das Carbon dafür. Gut, damit haben wir es wieder auf 100%. Patch the metal plating onto the Pulse Engine. In the Starship Inventory. Find the Pulse Engine, then begin repairing. Also ich bin mir nicht sicher. Nee, man kann nämlich von hier oben theoretisch auch hin und her springen, aber vielleicht muss man trotzdem in der Nähe des Schiffes sein, um gewisse Sachen vor... oder durchführen zu können. So, wichtig ist, man startet hier am Anfang mit einem simplen Schiff. Man kann aber, glaube ich, weitere finden und natürlich auch kaufen. Und wir sehen, die haben so die unterschiedlichen Stats, haben eine unterschiedliche Anzahl an Slots, wo man Sachen reintun kann. So, ich finde es interessant, dass man mir sagt, ich soll hier hingehen, obwohl ich das andere noch nicht habe. Aber vielleicht tut es das auch so, man kann das wirklich so nach und nach machen. Okay, also das ist der erste Schritt. Und das geht schon mal so erstmal in Ordnung. Functional. Starship critically damaged, vital ingredients missing. Unable to synthesize required components, Pulse Engine requires hermetic seal. Request assistance, was bedeutet das denn? Recommendation iteration comparison reveals hermetic seal nearby. Salvage planetary chart from distress beacon cage. Starship repair gather materials search the crash site. Okay, das ist also einfach gleich hier. Also wenn wir hier einfach rausgehen würden, haben wir hier diese Box? Fragezeichen? Appear inside the beacon's housing as well as its distress broadcast unit. It contains a planetary charge. Chart. Finding buildings. So, planetary chart recovered. Open the inventory to view data. Highlight the chart and use E. So, gucken wir mal. A map of a nearby planet. Coordinates of distress signal have been marked. Select the map and use E to plot a route. Alles klar. New maps can be gained by exchanging... Ja, stimmt. So, und da ganz oben ist was hinzugekommen. Was problematisch ist nur, ich glaube, wir müssen da jetzt tatsächlich aktuell noch hinlatschen. Bevor wir das machen, ich will mal so nebenbei gucken. Achso. Oxygen-rich plants. Kann ich die einfach so... Okay, also auch hier, es ist eine Resource, die man erst sammelt und dann verarbeitet. Also ein bisschen gehofft, dass man sagt, okay, ich nehme das einfach und könnte so meinen Balken einfach wieder auffüllen. Ja, und hier ist dann wirklich so nochmal wichtig hervorzuheben, jeder Planet ist anders, das hatte ich ja gesagt, aber halt jeder Planet ist auch so ein kleines bisschen unterschiedlich, was die Gefahren betrifft. Ich kann mich definitiv an meinen Planeten damals erinnern, der hat mich nicht mit so einem fiesen Regen überrascht, sondern einfach, hey, jetzt bist du hier. Und man musste zwar andere Sachen machen, aber ich hatte nicht die Angst, da hinten ist irgendwas am Glitzern und am Zucken zum Teil. Ja, wir haben auf jeden Fall die unterschiedlichsten kleinen Tierchen. Aber für jetzt, solange sie uns nicht angreifen, soll uns das mal ganz kurz egal sein. So, während wir aber jetzt hier mal unterwegs sind, gucken wir doch mal nebenbei. Okay, also hier kann ich auch wieder über Life Support arbeiten. Oh oh. Warum muss das Ding genau dort sein,
wo ich jetzt hinlaufen möchte. So, meine Frage ist, kann ich von hier einsehen, wie dieser Toxic Storm denn genau aussieht? Weil man muss natürlich wieder sagen, man ist schon so ein bisschen in so einem kleinen grünen Nebel eingetaucht worden. Aber es ist jetzt nicht so, wie man sagt, oh, da ist so ein Sturm. Oh, hier ist scheinbar, denn es wird zumindest unten angezeigt. Kann ich hier irgendwie rein mich verstecken? No. Ja, also wenn ich hier keine Möglichkeit habe, an diesem Sturm ernsthaft vorbeizukommen oder mich zu schützen daran oder davor, dann müssen wir hier einfach durchmarschieren und regelmäßig gucken, dass wir uns regelmäßig hier einfach mit Sodium, ganz wichtig. Und das war so ein bisschen ein Problem, was ich... Okay, hier sieht man es jetzt wirklich ein bisschen extrem, wenn man sieht auch am Rand des Bildschirmes, dass hier einiges an Zeug einem entgegenkommt. Okay, Sodium Bridge. Immer nochmal so ein bisschen was. Oh boy. Ja, natürlich auch hier so ein bisschen fies. Man sieht es nicht so wirklich. Das heißt also, irgendwie zu sagen, oh, ich versuche jetzt hier vielleicht irgendwie draußen an der Ecke vorbeizulaufen oder aus diesem Sturm rauszukommen. Es könnte sein, dass ich jetzt einfach nur in den Sturm noch mehr reingerannt bin. Aber da unten ist irgendwas und mit ein bisschen Glück. Oh, exhausted. Also, da haben wir unten rechts nämlich ein mehr oder weniger Icon-Cooldown miterleben können. Und der sagt einem, wie lange man halt sprinten kann, bzw. Oh boy. Oder wann halt das Ganze wieder nutzbar ist. Ich meine, wir haben so ein bisschen Glück. Hier ist Zeug, das man einsammeln kann. So, wir wissen, wir brauchen das Zeug. Also gehe ich schon mal hin und sammle nochmal ein paar von dem. Aber trotzdem, wir sehen, da ist nämlich ein Gebäude. Und in dem könnte man sich dann zumindest ein bisschen erstmal vor diesem Sturm schützen. So, wie kommt man denn hier rein? Tür, Hallöchen. Kann ich mich eigentlich hier drunter stellen? Oh. Das ist natürlich wirklich angenehm, dass sich das zu einem gewissen Grad einfach wieder auffällt. Das gilt zwar für Live-Support nicht wirklich, aber das soll mir noch recht sein. So. Wir haben hier so einen kleinen Außenposten gefunden. Wichtig ist hier, viele von denen sind wirklich von NPCs oder von dem Spiel selber generiert. Heißt also, hier ist nicht wirklich jemand anderes bisher gewesen. Oder, sagen wir mal so, dieses Ding hier ist nicht von einem Spieler gebaut worden. So, auf jeden Fall, man kann hier gelegentlich in diesen Gebäuden was finden. Zum Beispiel hier haben wir einfach von der Blume was rausgerissen, so wie das hier. Accessing Archive 6 out of 7 Locks Corrupted. Great. So, wir haben ein Entry. No one making this record in recording in case leaving behind in the fabricator might be of some use. Visor damaged. Can't find chip. Recover supplies. The log finishes and the machine wears the life, spitting out supplies. I have the hermetic seal. I need to repair my ship. Whoever it was that led me here, whoever left this message, perhaps they found themselves in the same situation as I do now. Ja, also hier, ich gehe mal davon aus, dass man ab einem gewissen Punkt diese Hermetic Seal theoretisch auch selber machen kann. Wollte schon sagen, hat es aufgehört? Theoretisch ja, aber nicht, wenn wir hier rauskommen. Da hat man ja sehen, sofort wieder zurückgekehrt. Gut, dann gucken wir natürlich auch nochmal hier schnell in das andere Gebäude rein. Okay. Hier hat das Ding jemand gut durchgeschüttelt. So, use the analysis visor to locate Starship. Return to the ship and continue repairs. Machen wir sofort, wir machen aber jetzt mal das hier. Damaged machinery. Repair damaged components to open. Tamper prevention device. This technology is critically damaged. Okay, also wir brauchten ein Pack Neuem, um das Ganze hinzubekommen, was wir nicht haben. So, gucken wir mal. F. So, the analysis visor is a planetary exploration device that locates and highlights nearby points of interest. It can be used to analyze flora, fauna, minerals. Analysis results in commercially valuable data as well as revealing additional resources. So, wir brauchen aber erst Carbon Nanotubes.
Warning, unable to locate Starship Signal Recommendation, Install Analysis Advisor. Also ich meine, den hatte man damals von Anfang an. Begin Installation. Gather and craft the component. Open Install. So, und das ist wichtig, wir haben jetzt hier unser Multitool und da können wir auch weitere Sachen anbringen. Ich gehe davon aus, dass man in der Zukunft vielleicht weitere, bessere Multitools bekommt, die vielleicht mehr Schaden haben, mehr Range haben und vielleicht auch mehr Slots. So, auf jeden Fall, E muss man jetzt in dem Fall drücken. Visor. Discovery and Survey Unit. Ja, soll mir recht sein. Apply all, ja, aber das kann ich ja noch nicht. Achso, man hat das wirklich jetzt hier schon mal reingesetzt. Interessanter Schritt, dass man das so einem beibringt. So, gather carbon. Craft the carbon nanotubes. Okay, dann finden wir doch mal raus. Wir haben nämlich bereits 50 von denen. Muss man wieder einen neuen Slot auswählen und auch hier wird es wieder hervorgehoben. Sehr schick. So, gehen wir zurück zum Multitool und sagen Installo. Yes, so. Thank you. So, Analysis Objects for Reward. So, und das ist dieser eine Aspekt, den ich meinte. Man kann nämlich jetzt hier sich die unterschiedlichsten Sachen angucken und so behalten. So, meine Frage ist, vielleicht sollten wir mal gucken, machen wir hier Rechte. Test Analyzer. With the Visor active, hold left mouse button to analyze. Okay, und damit haben wir die Möglichkeit, andere Sachen von nun an zu scannen. Und es gibt uns gleich Geld. Locate your Starship. Aha, gut. Und das ist so dieser Aspekt, den ich persönlich ganz interessant finde, weil man wirklich sagen kann, hey, was ist dies, was ist das, was ist jenes? Man sieht, das funktioniert auch bei Tieren. Da sieht man auch New Discovery recorded. Man hat jetzt die unterschiedlichsten Viecher. Man sieht, die sind zum Beispiel alle von der gleichen Spezie. Unknown Building. Ha. Huh. Interessant, dass die auch hervorgehoben werden. Was ist das? Health Restorative. Okay, dann gehen wir doch mal hin. Es gibt definitiv Tiere, die böswillig sein können. Es gibt die Möglichkeit, gewisse Tiere auch, glaube ich, zum Beispiel hier Offer Food. Könnte die also streicheln oder was zu essen geben. Also hier muss ich gar nicht von Anfang an sagen, ich glaube, das ist eine neue Funktion von dem Visor. Dass man sogar noch ein paar weitere Sachen hinzu bekommt, die man sich angucken kann. Klar, man kann immer wieder sagen, hey, das ist ja Batman Vision. Also mehr oder weniger dann doch etwas, was man gefühlt konstant anhat. Aber in Wirklichkeit ist es ja nicht so unbedingt der Fall. So, interessant ist View Discovery. Machen wir das doch mal. Ja, man sieht zum Beispiel, es steht dabei, von uns entdeckt. Das heißt also, da ist niemand anderes bisher gewesen. So, und dann haben wir zum Beispiel hier die Möglichkeit, Rename and Upload zu sagen. Und das ist dann in dem Fall wirklich hier unser eigener erster Planet. Und dann können wir jetzt hier, wenn man X gedrückt hat, natürlich das so hinzufügen. Machen wir das so. Ja, das klingt ein bisschen komisch, aber halt, hey, warum nicht? Und dann, das ist logischerweise hier wichtig, wir haben hier nicht den Planeten, sondern das System umbenannt. Und wie man sieht, hier im Endeffekt schon, hier sind zwei von denen und noch ein Mond. Und das ist natürlich schon sehr cool, man bekommt halt konstant Belohnungen dafür, dass man das Ganze umbenennt oder Sachen findet. Und das ist so eine Sache, die logischerweise nie ein Ende findet. Das ist nicht der Fall, dass man sagt, oh, ich brauche 100 Tiere, die mache ich alle in Foto und dann bekomme ich dann Belohnung und am Ende habe ich alles geschafft und ein Achievement oder ähnliches. Du könntest wirklich von Planet zu Planet zu Planet zu Planet zu Planet springen, alles entdecken, immer wieder Geld dafür bekommen und das unendlich lange weiterziehen. Das ist eine durchaus interessante Idee. Und man geht nicht einfach hin und nutzt konstant seinen eigenen Namen. Denn das wirkt immer so ein bisschen komisch. Das ist ein brauner Planet. Der gleichzeitig aber auch Acid Rain hat. Brasset. So, wurde das jetzt hochgeladen? Interessanterweise heißt es immer noch... Keine Ahnung, warum das jetzt nicht umbenannt worden ist.
Vielleicht habe ich hier einen Namen genutzt, den ich nicht hätte nehmen dürfen. Und gesagt, okay, kriegst das, aber kriegst nicht nochmal eine Chance dafür. So, wichtig ist, High-Tech is balanced, Conflict Level sporadic, Dominant Lifeform Gag. Mhm. Ja, auf jeden Fall, man kann hier hingehen, viele lustige Sachen entdecken. Und das gilt halt wirklich für selbst die kleinsten Pilze. Wir werden jetzt mal nicht hingehen und alle von denen umbenden, aber ich wollte einfach mal kurz zeigen, wie dieses Feature aussieht. Und dass man da durchaus seine Zeit mit verbringen kann. So, das Schöne ist, unser Schiff wird hier konstant weiter angezeigt. Ich nehme mal das Zeug hier mit, weil ich ja das Gefühl bekommen hatte, dass wir das für das Jelly bräuchten. Aber bevor wir da jetzt nachgucken, ob das wirklich so der Fall ist, wir laufen einfach mal zu unserem Schiff erstmal weiter. So, wichtig ist, wir haben die Möglichkeit, hier mit einem Jetpack zu arbeiten. Jedoch, wie man sieht, Jetpack ist nicht unbedingt aktuell lange nutzbar. So, was ist das? Es sieht interessant aus, ist aber, glaube ich, sonst soweit nichts. Copper. Mhm. Silver. Jade Piece. Wie weit ist das entfernt? Na, gar nicht mal so weit. Item recorded to catalog. Lass uns doch mal ganz kurz gucken, was das ist. Jade Piece. Haben wir einfach eingesammelt. Alles klar. Also auch hier natürlich nochmal so ein bisschen wichtig hervorzuheben. Man hat die F-Taste. Damit kann man sich Sachen angucken. Seid ihr böse? Passive Behavior. Okay. So, aber das ist wichtig, denn die Viecher sind es gerade wiederum nicht. Da hinten ist irgendwas in der Luft fliegen, das sehr interessant aussieht. Aber ich gehe mal wirklich davon aus, dass das weiterhin keine echten Spieler sind. Das wäre sonst sehr beeindruckend, dass wir diesen Namen, diesen Planeten als erstes entdeckt haben. Oh, hey. Und dann in der Zwischenzeit hier jemand hingekommen wäre. Also ich denke, zu einem gewissen Grad würde es vermutlich trotzdem immer noch stimmen, dass man nicht unbedingt auf so viele Spieler trifft. Aber ich erhoffe mir mal, dass man mit diesem Upgrade es jetzt, oder Update es wirklich jetzt so gemacht hat, dass es zumindest möglich ist. Ja, natürlich auf jeden Fall sieht man hier... Oh, Arcane Bite. Und natürlich auch interessant, jetzt haben wir hier den richtigen Namen dafür bekommen. Interessant auf jeden Fall zu sehen, dass die hier alle Namen... Ich gehe davon aus, dass die Namen generiert bekommen, hatten wir bei den Planeten ja gesehen gehabt. Aber man theoretisch immer noch die Möglichkeit hätte, die umzubenennen. Wo ich mich dann natürlich wieder frage... Wenn jemand anders die findet... Ich gehe davon aus, dass es dann wirklich einfach nur für den jeweiligen Planeten gilt. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass gewisse Gegner oder auch halt Flora und Co., dass man hier anfindet, dass es auf anderen Planeten auch auftaucht. Vielleicht sehen die so ein bisschen anders aus, aber im Großen und Ganzen, wenn man sieht, was für Namen die Hai hier haben. Damage Container. Rusted Metal Quick Transfer. Also hier sieht man zum Beispiel, wir können das Zeug in dem Fall einfach mitnehmen. Oh, Atlas Pass V1 wird hier benötigt. Also, nein, da dürfen wir immer noch nicht alles mitnehmen. So, gucken wir mal nebenbei. Yes, please. So, eine kleine Sache, die man auf den ersten Blick jetzt zumindest nicht so schnell gesehen hatte. Wie viel kostet denn das Auffüllen? Charge with Oxygen. Da steht ja 62, aber ich glaube, das ist das, was wir insgesamt haben. Aber mal aufgefüllt trotzdem. So, dann sehen wir doch einfach mal. Was ist denn hier jetzt noch herumliegend? Damaged Machinery. Auch hier fehlt uns das Ding, alles klar. Aber hier ist mehr Zeug noch. Carbon, okay, da brauchen wir den Atlas Pass, den wir nicht haben. Vielleicht sind wir hier so ein bisschen voreilig, vielleicht wird das Tutorial uns das jetzt gleich beibringen. Aber hey. Dann sind wir aber ein bisschen schneller. Gut, setzen wir uns mal rein, da sind wir nämlich so halbwegs sicher darin. Und gucken wir mal, ob wir das jetzt so gebacken bekommen.
Und zwar das kaputte Ding. Kriege ich jetzt auch noch das andere Teil. Und wir haben den ersten Schritt abgeschlossen. Vital Launch and Landing Gear System. System is highly damaged and requires dehydrogen jelly and pure ferrite to operate. Construct a portable refiner and process pure ferrite. Interessant. Interessant, wie lange das sich hier noch in Länge zieht, denn in dem damaligen Spielstand war ich schon längst in der Luft. Aber schön ist, das Spiel geht wenigstens hin und erklärt so ein bisschen, was man hier machen muss. Also das kann man dem Ganzen wieder zugute halten. Ansonsten da hinten ist irgendwas, was wir uns noch angucken sollten. So. Craft Jelly. Dafür brauchen wir Dehydrogen, das ist nicht zu überraschend gewesen. Interessanter ist, wir können jetzt sagen, wir sollen das hier drin machen. Das geht sogar, denke ich, durchaus in Ordnung. Jetzt haben wir einen davon gebastelt. Wir brauchen auch davon nur einen. Alles klar. Gut. So, als nächstes. Pure Ferrite. Advanced Material Required. Exit the ship. Refining Substances. Refiners transform simple materials. Refined materials out more charge. And advanced technologies require refined materials. Construct a portable refiner. Craft a metal plating. Okay, ich hatte jetzt einfach draufgeklickt, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich das habe. Advanced Material Required Pure Ferrite. Deploy the Portable Refiner. Mhm. Access the Building Menu. With Y. So, das hat er jetzt automatisch ausgewählt. Das soll mir recht sein. Oxygen wird benötigt, das wird benötigt. Sehr schick. E zu nutzen oder mittlere Maus, um es aufzuheben. Das ist natürlich angenehm. So, wir brauchen Energy. Dann haben wir freie Auswahl zwischen Carbon oder Condensed Carbon. Und man sieht, wie viel das auffüllt. Dann nehmen wir das bessere Zeug. Wir tun hier jetzt was rein. Ferrite Dust. Richtig? Und da kommt das raus. Used to activate. Okay. So, dann sehen wir, das dauert jetzt 25 Sekunden und arbeitet jetzt ohne uns weiter. So, hier haben wir wirklich ein interessantes Element, das mir, wie gesagt, auch noch unbekannt war. Und zwar, dass man wirklich seine eigenen Sachen baut und damit sogar was anstellen kann. Also das ist ein interessanter Aspekt, der dem Spiel wirklich aushelfen wird. Denn in der Vergangenheit war es der Fall, okay, du zerstörst Sachen und dann machst du weiter mit dem, was du machen wolltest. Also man geht hin, hatte ursprünglich gesagt, okay, das Ding ist kaputt. Finde die Sachen in der Umgebung. Okay, jetzt hast du sie gefunden, jetzt baust du sie zusammen, jetzt kannst du losfliegen. Und das war's dann schon. So. Damit haben wir das Zeug bekommen. Ein Left-Click für Quick Transfer. Und jetzt ist meine Frage, kann ich das Zeug einfach wieder rausnehmen? Scheinbar nicht. So, Repair the Launch Thrusters. Genau, weil das andere haben wir jetzt ja auch schon. Und damit haben wir das ebenfalls. Starship prepared. Launch systems are online. So, wir wollen logischerweise das Ding hier mitnehmen. Und wir könnten jetzt zu unserem Schiff zurückkehren. So, das machen wir aber noch nicht. Denn da hinten ist noch was. A Knowledge Stone. Oho. Die gab es in der Vergangenheit ebenfalls schon. Und die sind gar nicht mal uninteressant. Ob man sich darauf stürzen kann, muss oder soll, ist eine andere Frage. Aber das ist ein gewisser interessanter Aspekt mit dabei. So, hier war wieder irgendwas hervorgehoben. Ah, das Ding. Das hätte ich schon gehabt. Aber scheinbar das Ding, das da irgendwie seine Schokoladenbröckchen da rausgucken hat, scheinbar noch doch nicht. So. Visions of the Gag. Hi, hi, hi. Voi, voi, voi. The stone resonates. Producing a sound that fills my mind, a vision begins to take shape. A small alien life form nears before me. They are tired, beaten. Without meeting my gaze, they offer up their hand. Accept. The name Gek floats in my vision, an echo of the strange vision I just experienced. A word in this alien tongue is seared into my brain. You have learned the Gek word for Gek.
Und zwar, wir haben hier wirklich unterschiedlichste Rassen, die alle ihre eigene Sprache sprechen und wir haben überhaupt keine Ahnung, was sie da labern. Und wir haben die Möglichkeit, diese Sprache zu erlernen. Und zwar ein Wort nach dem anderen. So, man sieht auf jeden Fall, hier sind theoretisch noch andere Sachen, die man ansteuern könnte. Was kann ich denn hier scannen? Alright. Ich habe mal irgendwas gescannt, weil ich es konnte. Aber ich will natürlich jetzt hier nicht noch länger bleiben, einfach weil wir hier nicht unendlich lange weiterspielen. So cool das Spiel zum gewissen Grad dann doch ist, will ich wenigstens noch zeigen, wie man hier abhaut. So, all systems functional. Seek answers among the stars. Use W to take off. So, jedoch, wir haben das Ganze gestartet und unsere Launch Thrusters sind von 50 auf 25 runtergefallen. Mit anderen Worten, jedes Mal, wenn man starten möchte, muss man erneut Sachen sammeln gehen. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir raus. So. Orbital Flight Achieved. Test Starship Systems. Test Flight Controls and Thrust. Wir sehen, wir werden immer schneller. So, Test Boost. Und da sieht man natürlich dann, Hold Space to Test Pulse Engine. Achso, war nicht vollständig. Achso, damit haben wir nämlich jetzt die richtig schnelle Geschwindigkeit. So, answer the communicator by pressing X. Ist das richtig? Incoming transmission. Source. No bomb, okay. Please identify yourself. I'm. Könnte zum Beispiel auch nicht antworten. You are not alone. Follow me. Oder follow the broadcast ends as strange as it began. The final piece of the signal appears to be a set of planetary coordinations. Follow the coordinates and find the signal source. Pilot towards the coordinate marker and engage pulse drive with space. Pulse drive autopilot to coordinate markers. So, und jetzt sagt man natürlich, ja, warum zum Kuckuck sollte ich das machen? Autopilot ist doch stinklangweilig. So, wir sehen unseren Planeten und wir sehen, wo wir hin müssen. Man hat es da ganz kurz gesehen gehabt. Würden wir da ganz normal hinfliegen? Selbst es beschleunigt. Man sieht, es arbeitet sich so langsam runter. Man sitzt da nicht mehr 2 Tage. Man sitzt da aber immerhin noch sagenhafte 50 Minuten. Und das ist natürlich beängstigend. Man kann, wenn man will, man hat hier keinen Verbrauch an irgendwas. Man kann da wirklich einfach hinfliegen. Oh, press to scan. Was passiert denn dann? So, unmapped. Und natürlich, jetzt sagen wir Sbasso. Es wird gestartet und wir werden da automatisch hingebracht. Sehr angenehm. Okay, a boiling planet haben wir jetzt hier theoretisch. Solanium, Copper, Phosphor und Sodium kann man dort anfinden. Shit. Hier muss ich jetzt natürlich aufpassen, denn ich werde gerade von dem Planeten reingesogen. Achso, ich soll da gar nicht hin. Achso, ich soll hier hin. Okay, dann machen wir das nochmal neu. Achten nur darauf, dass wir gerade eben nicht zu dem Planeten, wo wir gerade herkamen, wieder runtergedrückt werden. So, wir sollen nämlich hier zum Mond. Das ist dann doch nochmal ein anderer Ort. Dann sagen wir nämlich auch nochmal hier scannen. Das ist der Moon von Brasset. Okay, der hat sich den Namen jetzt doch genommen. Okay. Da haben wir Starbulb, Copper, Paraffinum und Salt. Yeah, boy. Brauchen wir nicht mal nach Twitch gehen. Kriegen wir unsere eigene Zeit. Ja, und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied, ob man da halt 50 Minuten braucht. Oder 4 Sekunden. So. Ein paar Sekunden jetzt noch hier, aber da können wir jetzt, denke ich, auch so kurz hingehen. Ja, und natürlich, man dringt jetzt hier in die Atmosphäre ein. Ah, ne, hopp.
So, hier gibt es einen wichtigen Punkt, den man jedoch anmerken muss, wenn es zu diesem Planeten kommt. Ich denke, es ist relativ klar, jeder, der sich so ein bisschen überlegt, wie das Ganze tatsächlich ablaufen kann, wird natürlich realisieren, selbst wenn hier Milliarden, Billiarden von Planeten existieren, ab einem gewissen Punkt werden die vermutlich doch sich zu einem gewissen Grad ähneln. Es soll zwar wirklich welche geben, die mehr oder weniger einzigartig sind oder ziemlich cooles Zeug vorkommen soll, aber wie man sich vorstellen kann, wenn einfach super viele Planeten existieren, ist es nicht so einfach zu sagen, oh ja, man... Also mit Landing with E. Und da geht er, glaube ich, hin und sucht sich so eine gewisse Stelle. Ja, zu einem gewissen Grad. External Temperature, fast 30 Grad, okay. Auf jeden Fall ist es natürlich so ein bisschen wichtig anzumerken, die Planeten werden zu einem gewissen Grad natürlich sich ähneln, wie man sieht, zum Beispiel, okay, der hat kein grünes, der hat blaues Gras. Aber dann kommt noch eine weitere wichtige Sache. Haben wir davon, dass wir jetzt hier einen neuen Planeten angetroffen haben. Das Wichtige ebenfalls ist natürlich... Oh, das sieht natürlich cool aus, wie man den anderen Planeten sieht. So, jetzt wird einmal nochmal vorgehoben, hey, du kannst das Ganze umbenennen. Auf jeden Fall, was ich zumindest von damals gehört habe, und ich kann mir vorstellen, dass es immer noch der Fall ist, und zwar, dass man Planeten zu einem gewissen Grad Terraforming betreiben kann, aber man könnte zum Beispiel nicht hingehen und sagen, oh, ich nutze jetzt meine Zeit, explodiere 30% des Planeten weg, hau ab, und ich kann aus der Entfernung das sehen. Also, so verstanden habe, man kann zwar gewisse Factories oder Plattformen bauen, die bleiben dann auch dort, aber Sachen, die man wirklich mit Terraforming betreibt, scheinen wohl nicht zu bleiben. Vielleicht hat sich das geändert, aber das sind so die Informationen, die ich nun mal hatte. So, Signal Source, Locate und Investigate. Aber erstmal machen wir das hier. Save and Chart. So, da sehen wir nämlich jetzt, wir haben diesen Punkt hier festgehalten damit. Achso, das ist jetzt Health. Da gibt es also vermutlich eine Sache, wo man sagen sollte, ja, vielleicht nicht das mitnehmen, wo man weiß, man braucht es aktuell nicht. Aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, wir gucken nochmal ganz kurz, was hier auf einen warten würde. The sparking wires of the machine generate a signal, tapping out its broadcast into the void. Whoever left the message is long gone. Decipher. Decoding. 16, 16, 16. Entry, no fuel and failed to reach station. Hazard protection low, no choice but to underground. Deployed base computer. As well as the log entry, the signal contains plans for a base computer and a terrain manipulator. With any luck, the base computer will hold more information about whoever is leaving the messages. New building part learned. Portable land registration service. When placed, contacts Universal Cartographic Archives to establish ownership of land. Ooh. Successful registration allows the construction of base modules across any site of the user's choosing. Okay, und dann haben wir natürlich hier ein durchaus interessantes Element. Advanced Terraforming Device. This module overloads existing multi-tool systems, allowing the user to reshape a region as they wish. Na, vielleicht ist es doch möglich, zum gewissen Grad Sachen anzupassen, die dann bleiben hier auch so. Charles with Metallic Elements. Ja, und was natürlich, denke ich, so ein bisschen klar ist, klar, einerseits die Tutorials sollen einem so ein bisschen helfen, in das Spiel reinzukommen und zu sehen, was man machen kann, aber ich muss sie nicht machen, wenn ich keine Basis bauen möchte oder ähnliches, kann ich einfach sagen, ich fliege weiter, beziehungsweise, ja, okay, hier ist vermutlich der Fall, man müsste dann trotzdem gucken, dass man hier diesen Punkt ansteuert, aber man könnte natürlich trotzdem jetzt sagen, ich will das gar nicht hier machen, ich fliege woanders hin und mache dann erst mit dem Tutorial weiter, kann ich mir zumindest ganz gut vorstellen. Gut, ich denke, damit haben wir so einen gewissen Eindruck bekommen. Klar, es gibt noch bei Weitem mehr Sachen. Es gibt wirklich die Möglichkeit, mit seinem Schiff schießen zu können. Das heißt, also, es gibt die Möglichkeit, gegen andere zu kämpfen. Es gibt Space Stations, was wir schon ein bisschen gelesen hatten, die man betreten kann. Es gibt sehr viele große Sachen, die man im Weltall antreffen kann. Aber zumindest jetzt hier zu diesem kleinen Ersteindruck haben wir einfach nicht die Zeit dafür. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir hier zum Ende. Ich persönlich muss zugeben, das fühlt sich wirklich alles ein bisschen besser an. Wie gesagt, in der Vergangenheit war es der Fall, oh hey, deine Sachen sind hier kaputt, okay, mach das kaputt, füge die beiden zusammen, tue das in das kaputte Ding, jetzt kannst du losfliegen. Und wie man hier sieht, da muss man jetzt schon weiter Sachen bauen und kann auch wirklich Gebäude nutzen und da das unterschiedliche Zeug dann zu bekommen. Also, das wirkt schon mittlerweile wirklich so wie ein Produkt, was sie vielleicht damals einem versprochen oder angepriesen hatten.
Jedenfalls, ich bleibe weiterhin sehr davon angetan, dass man die unterschiedlichsten Sachen scannen kann, dafür Belohnungen bekommt und die auch natürlich selber benennen kann. Heißt also, wenn man wirklich unbedingt möchte, kann man hingehen. Und wenn wir mal ganz gucken, wie das aussieht. Discovery, so, da sind wir auf dem zweiten Planeten. Oder so dem Mond ist es jetzt in dem Fall. Wir haben hier die unterschiedlichsten... Catalog crafted. Okay, also das sind die Sachen, die wir wiederum grundlegend finden. Portal Glyphs, okay, das ist nicht das. Wo muss ich denn jetzt hin, um sagen zu können, hey, view all information gathered on this planet. Okay, dann gibt es nochmal so ein paar weitere Sachen. Man sieht also, was grundlegend hier ist. Man sieht, was man hier gefunden hat. Und jetzt könnte ich hier hingehen, das hier nochmal umbenennen. Also ich könnte wirklich alle Sachen, die man scannen kann, tatsächlich auch nochmal umbenennen. Es ist eine Sache, die man definitiv nicht ansatzweise zu 100% macht. Also ich würde sehr überrascht sein, wenn jeder oder jemand hingehen würde und sagt, okay, was ist das? Okay, X. Schokopopo. Schokopopo, genau. That's a Schokopopo. So, und ich glaube, hier war der Witz, man muss sogar mehrere Sachen in dem Fall abschicken, um eine größere Belohnung zu bekommen. Denn man sieht, hier kriegt man 3 Nanite Clusters. Und ich meine, wenn man dann nochmal so eine gewisse Sache macht, dann kriegt man da nochmal was extra oben drauf. Also, ich denke, wenn man diesen geraden Aspekt mag, dass man sagt, oh, man kann Garen entdecken, gucken, wie die unterschiedlichsten Welten aussehen, was kann man hier wirklich machen, dann hat man hier wirklich ein Spiel, was schon damals meines Erachtens sehr, sehr cool war. Wenn man dann aber sagt, okay, ich will noch Basen bauen, hat das Spiel mittlerweile ebenfalls. Dann eventuell, vielleicht funktioniert der Multiplayer mittlerweile ja tatsächlich, dann hat man hier ebenfalls die Möglichkeit, dass man sagt, hey, ich starte mit anderen Leuten und vielleicht hat man ja die Möglichkeit, wenn man das von Anfang an auswählt und dann gemeinsam von Null startet, dass man auf dem gleichen Planeten startet, weil sonst, wenn ich jetzt sagen würde, hey, möchte jemand mit mir spielen, aber jemand anderes ist halt Milliarden von Kilometern entfernt, dann würde es natürlich wiederum schwer. So, das sollten wir vielleicht auch nochmal ganz kurz gemeinsam gucken. Habe ich eine Möglichkeit, eine Karte zu sehen? Ich weiß, dass es ab einem gewissen Punkt möglich in der Vergangenheit war. Da war nämlich die Idee, okay, man kann von Planet zu Planet springen, aber wenn man zu einem anderen Universum springen möchte, dann brauchte man wieder was Besseres. Und da war dann der Witz, dass man dann wirklich eine Karte sehen oder bekommen hatte. Da konnte man einsehen, wo ist man, wo konnte man hin springen. Das scheint jetzt auf den ersten Blick hier nicht der Fall zu sein. Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich schlimm, aber halt, man tut sich so ein bisschen schwer, gerade wenn man vielleicht nicht so die, sagen wir mal, die E3-Vorstellung damals gesehen hat, wo man sehen hatte, wie viele Planeten da tatsächlich hinter sind. Snake Padeus, Dann fällt es einem zum Teil schon schwer, vielleicht von Anfang zu sagen, okay, jetzt ist ein Planet, jetzt hier ein Mond und noch ein anderer Planet irgendwo. Ist ja nett, aber was macht man dann? Und wenn man dann halt so realisiert, oh, hier sind so viele, dass man nicht mal zählen kann, dann ist das natürlich schon ein großer Unterschied. Gut, dann kommen wir hier auch schon zum Ende. Ich hätte ganz gerne mehr gezeigt, aber das ist einfach nicht möglich. Aber natürlich gleichzeitig, wenn ihr davon mehr sehen wollt, in welchem Umfang auch immer, da müsst ihr dann auch sagen, was lohnt sich denn hier wirklich zu zeigen? Vielleicht jemand, der ein bisschen mehr Ahnung von dem Spiel schon bereits hat. Dann könnte man hier vielleicht auch tatsächlich mehr machen. Mal sehen. Das Schöne ist auch, das habt ihr am Anfang gesehen, man kann mehrere Spielstände haben. Bitte fragt mich nicht, wie das wiederum abläuft. Ob es dann zum Beispiel möglich ist, mit einem neuen Spielstand hier hinzufliegen, um zu sehen, was der andere Spielstand wiederum gemacht hat. Denn wichtig ist ja, der Name, der hier vorkommt, man hat ihn zum Beispiel im Cockpit sehen können, ist der, den ich bei Steam habe. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwas extra eingegeben habe. Okay, wir kommen jetzt wirklich zum Ende. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich denke, es ist ein ganz cooles Spiel. Würde zwar nicht sagen, dass man dafür Vollpreis ausgibt, aber wenn man sagt, hey, ich will es mit Freunden spielen, hey, ich will einfach Sachen erkunden und das relaxed nebenbei machen, dann ist das, denke ich, durchaus ein Spiel, was einerseits schick ist und auch Sachen durchaus zu bieten hat. Okay, bis dann.